Sind wir mal ehrlich, die richtige Musik für ein Produktvideo zu finden, dauert gefühlt länger als der komplette Rest. Aber das wird sich jetzt ändern. Es kann doch nicht sein, dass man beim Schneiden so viel Zeit daran verschwendet. Also, wo fängt man am besten an? Irgendwo muss die Musik ja herkommen. Und da gibt es inzwischen unglaublich viele Möglichkeiten. Musik selber aufnehmen, YouTube Music Library, irgendwelche dubiosen Seiten. Aber früher oder später wirst du auf einer Seite landen, wo du richtige Musiklizenzen erwerben kannst. Da laden dann also Musiker ihre Musik hoch und du kannst dir dann dort die Nutzungsrechte einzelner Musikstücke holen. Und das spart dir bereits unglaublich viel Zeit. Hier gibt es inzwischen auch einige Anbieter. Epidemic Sound, Premium Beat, Artlist, Audio Jungle und was weiß ich nicht noch alles. Und jede einzelne Seite hat ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile. Ich persönlich habe am Anfang super gerne Premium Beat genutzt. Aber seitdem ich regelmäßig mindestens ein Video pro Monat erstelle, hat sich bereits das Abo-Modell von Epidemic Sounds gelohnt. Seitdem benutze ich Epidemic Sound und bin auch sehr happy damit. Inzwischen hat Premium Beat auch ein Abo-Modell, was sich lohnen kann. Das bedeutet, es ist fast egal, welchen Anbieter du nutzt. Ich habe dir einfach mal in der Beschreibung die bekanntesten Seiten verlinkt. Wenn ich da irgendwie ein Wichtiges vergessen habe, dann schreib das gerne einmal in die Kommentare. Okay, du hast jetzt also einen riesigen Pool, wo du die perfekte Musik für dich finden kannst. Aber wie genau findest du sie jetzt in dieser gewaltigen Auswahl? Theoretisch kannst du nach Keywords suchen. Aber sind wir mal ehrlich, in 97,8% der Fälle ist das absoluter Schwachsinn. Viel sinnvoller ist es, nach gewissen Besonderheiten zu filtern. Nach Genre, Stimmung oder Art der Instrumente zum Beispiel. Hier kommt es ein bisschen auf deinen Stil an, aber ich zeige dir einfach mal, wie ich daran gehe. Der Schnitt meiner Produktvideos ist sehr auf den Takt der Musik abgestimmt. Oft bewegt sich das Produkt in meinen Videos passend zum Beat. Daher fange ich sehr gerne mit dem Genre an und suche mir etwas sehr Rhythmusbasiertes raus, wie Beats oder Hip-Hop. Dann kommt noch ein ganz wichtiger Schritt, der bei fast allen Produktvideos fehlt, aber ich so gut wie immer drin habe. Nämlich Vocals, also Gesang oder eine Stimme. Ich verstehe gar nicht, warum die meisten Produktvideos darauf verzichten. Guter Gesang bringt die Videoqualität auf ein komplett anderes Level und wirkt deutlich hochwertiger. Damit habe ich bereits eine sehr gute Liste herausgefiltert, die zu Produktvideos passt. Jetzt höre ich mir die Musikstücke einfach mal an. Dabei achte ich auf 3, 4 Besonderheiten in diesem Lied. Zuerst muss es einen guten und knackigen Build-up haben, also einen aufbauenden Moment. Die erste Hälfte eines Produktvideos besteht daraus, einen Höhepunkt aufzubauen. Und genau dafür braucht man in der Musik einen Build-up. Dann braucht das Lied natürlich noch einen stimmigen Hauptteil. In 90% der Fälle ist das der Refrain. Ich habe schon so viele Lieder gefunden, wo der Build-up so gut ist, aber der Hauptteil einfach nur langweilig. Anschließend schaue ich, ob die Musik spannende Momente hat, also sowas wie eine Pause von einem Drop oder ähnliches. Dieser Punkt ist jetzt nicht so super wichtig, weil man solche Pausen auch super im Nachhinein erzeugen kann. Aber wenn das Stück bereits sowas mitbringt, umso besser. Und zum Schluss muss der Vibe des Liedes einfach passen. Das ist eine der Sachen, die man irgendwie super schwer erklären kann. Du kennst es vermutlich. Entweder hat ein Musikstück das gewisse Etwas oder eben nicht. Bei mir ist es so, dass das Musikstück so eine gewisse freche Note haben muss. Es muss spicy sein. Du weißt schon, was ich meine. Du hast jetzt ein passendes Lied gefunden, was dir gefällt. Perfekt. Ganz wichtig, packe das Lied in eine Playlist. Und jetzt wiederhole diesen Vorgang 10 bis 20 Mal. Wenn du nur eine Woche lang jeden Tag 1 bis 2 Stunden so Lieder in deine Playlist packst, dann hast du schon nach einer Woche so eine große Sammlung an Liedern, die perfekt für Produktvideos sind. Das heißt, wenn du das nächste Mal ein Produktvideo drehst, dann musst du nur noch in deine Playlist einmal reinhören und findest sofort ein passendes Musikstück. Aber das war's noch nicht. Jetzt musst du nur noch das Musikstück für dein Produktvideo deutlich komprimieren. Produktvideos sind in den meisten Fällen 30 Sekunden lang und haben oft noch eine kürzere 10 bis 15 Sekunden Version. Also schauen wir mal, wie wir das Lied auf 30 Sekunden bekommen. Zuerst musst du die Stems von dem Lied herunterladen. Stems sind einfach einzelne Instrumentenspuren von dem kompletten Lied. Die Stems lädst du dann in das Schnittprogramm deiner Wahl rein und legst sie untereinander. Dann setzt du dir bei exakt 30 Sekunden einen Marker. Ungefähr in den ersten 15 Sekunden soll das Build-up sein. Der Build-up. Die Build-up? Also suche ich mir genau den Teil in dem Lied raus, den ich dafür benutzen möchte. Und genau dasselbe für den Hauptteil danach auch. Dann schnappe ich mir von dem Lied auch noch das Ende, also das Ausklingen. Und wenn es noch einen besonderen Part hat, den ich sehr gerne benutzen möchte, wie eine Pause oder sowas in der Art, dann den natürlich auch. Jetzt musst du eigentlich nur noch diese Teile zusammenschneiden. Build-up, eventuell der besondere Moment, Hauptteil und das Ausklingen. Du wirst vermutlich sehen, dass es gar nicht so einfach ist, auf exakt 30 Sekunden zu kommen. Genau dafür benutze ich sehr gerne die kurze Pause zwischen dem Build-up und dem Hauptteil. Diese Lücke kann ich schließlich ganz flexibel anpassen und ist auch nicht abhängig von irgendeinem Takt. Und durch die einzelnen Stamps hast du die Möglichkeit, alle Übergänge noch so anzupassen, bis es perfekt ist. Hören wir doch einfach mal rein, wie jetzt die 30-Sekunden-Version klingt. You remember when we were out last week? She blocked me on Tinder. What? 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream, rum, bum, 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 huh. She run around, run around, run around, run around, run around in my mind. It's all I think about, think about, think about, think about, think about, think about.
crush your windows. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass die Musik jetzt perfekt zu einem Produktvideo passt. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, dann solltest du dir unbedingt dieses Video hier anschauen. Da zeige ich dir 10 ganze Tipps, die dir dabei helfen, bessere Produktvideos zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns da dann wieder und bis dahin tschüss, bye bye und ciao.